Hallo zusammen. Eine Tante von mir sagte über mich immer, der Ralfi, das ist ein Süßer. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden, weil egal, was ich von mir probiert habe, getrockneter Schweiß war salzig, Popel würzig, Ohrenschmalz bitter, süß war nie dabei. Klar, jetzt weiß ich, was sie meinte. Ich liebe Süßes. Gebt mir eine Tafel Schokolade und ich garantiere euch, die kann ich schneller verschwinden lassen als Siegfried und Joy. Großer Dank an Siegfried und Joy. Das war sehr beeindruckend, aber ich stehe trotzdem zu meiner Behauptung. Jedenfalls, weil es bei uns in der Familie niemanden sonst gibt mit so einer extremen Vorliebe für Süßigkeiten, habe ich mich immer gefragt, bin ich adoptiert? Nein, Quatsch. Die Frage ist, warum mögen wir, was wir mögen? Wir haben alle einen unterschiedlichen Geschmack, obwohl wir alle gleich schmecken. Ja, das klingt widersprüchlich. Und bevor ich euch erzähle, wie ich wegen meines total unterschiedlichen Geschmacks bei einem Picknick in Island beinahe gekotzt hätte, während alle anderen sich freuten, dass es Sweeth gab und was Sweeth überhaupt ist, muss ich kurz noch erklären, wie das mit dem Schmecken funktioniert. Das ist nämlich total erstaunlich und daran wird immer noch geforscht. Beim Schmecken spielt die Zunge eine große Rolle. Wer hätte das gedacht? Die Zunge ist so eine Art Türsteher, mit dem Unterschied, dass Türsteher Leute nicht komplett einspeicheln, bevor sie entscheiden, wer rein darf und wer draußen bleiben muss. Wenn wir was essen, ist es sehr wichtig zu wissen, ob das, was wir essen, auch genießbar ist. Das verrät unter anderem der Geschmack. Muttermilch zum Beispiel ist süßlich. Süß ist gut, gibt Energie. Gegen Bitteres dagegen haben wir eine angeborene Abneigung. Viele giftige Substanzen sind nämlich von Natur aus bitter. Bitter ist böse. Und neben Gut und Böse, also süß und bitter, gibt es auch noch die Geschmacksrichtungen sauer, umami und salzig. Und das war's. Dass wir trotzdem so viel mehr unterschiedliche Dinge beim Essen schmecken, liegt vor allem auch an der Kombination mit dem Geruchssinn. Ich will nicht wissen, wie oft ich mir beim Essen von Rosenkohl die Nase zugehalten habe, weil es mir nicht geschmeckt hat. Kurz nachdem ich übertrieben Kotz- und Würggeräusche gemacht habe. Ja, ich war so ein süßes Kind. Ich steck auch immer noch gern die Zunge raus. Jetzt bitte ranzoomen. Wenn ihr euch mal so eine Zunge anseht, dann erkennt ihr da kleine, rundliche Erhebungen. Die werden Papillen genannt. Von denen gibt's unterschiedliche Arten. Auf dem Zungenrücken, das ist die Oberseite der Zunge, sind es die Pilzpapillen. Am Zungengrund, also praktisch hinten am Rachen, die Wallpapillen. Und an den Zungenseiten die Blätterpapillen. Die Papillen sind fürs Schmecken da. Eine Papille kann hunderte Geschmacksknospen enthalten. Die sehen ein bisschen aus wie Mini-Mandarinen. Wenn ihr was esst und das Ganze schön einspeichelt, dann lösen sich in der Spucke die Bestandteile von eurem Essen. Also wenn die Geschmacksstoffe wasserlöslich sind, wenn nicht, dann schmeckt ihr leider nicht, falls ihr vergiftet werdet. Die Spucke jedenfalls schwemmt über die Papillen und die Geschmacksknospen. Und am Porus, so heißt diese Stelle der Knospe, da kommt die Spucke an diese Mandarinenschnitze. Und da sitzen auch die Geschmacksrezeptoren. Jeder Rezeptor spricht nur auf eine der 5 Geschmacksrichtungen an. Wenn der richtige Geschmacksstoff auf den richtigen Rezeptor trifft, dann wird die Rezeptorzelle aktiviert und sendet ein Signal ans Hirn. Und das Hirn interpretiert dieses Signal und wir schmecken. Übrigens sind diese Rezeptoren in der Forschung noch gar nicht so lange bekannt. Süßrezeptoren wurden erst vor etwas mehr als 20 Jahren entdeckt und die Sauerrezeptoren sogar erst im Jahr 2018. Und manchmal sind die Rezeptoren auch etwas spezialisierter und es gibt mehrere Typen für eine Geschmacksrichtung. Wir haben zum Beispiel Rezeptoren nur für Bitterstoffe von Kohlsorten. Und es gibt Rezeptoren nicht nur im Mund, sondern fast überall im Körper. Das ist noch ein ziemlich neues Forschungsfeld. Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt nehmen auch im Bauch Geschmacksstoffe wahr. Das kann dann ganz unterschiedliche Effekte haben. Zum Beispiel kann die Magensäure angepasst werden bei bestimmten Bitterstoffen in der Nahrung. Und jetzt kommt's. Diese Geschmacksrezeptoren sind bei allen Menschen gleich aufgebaut. Das bedeutet, die sind nicht schuld daran, dass Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben und die einen auf Rosenkohl abfahren und die anderen bei Rosenkohl abfahren. Schuld, wenn man das so sagen möchte, sind unter anderem unsere Gene. Zum Beispiel gibt es
einen von diesen Bitterrezeptoren in zwei besonders häufigen Varianten. Ungefähr 70% aller Menschen reagieren deshalb sehr empfindlich auf den Bittergeschmack in verschiedenen Kohlsorten. Für die restlichen 30% der Menschheit schmecken diese Kohlsorten dagegen kaum bitter. Bei frischem Koriander könnte auch eine Genvariation dafür verantwortlich sein, dass manche Menschen den überhaupt nicht mögen, weil die sich sagen, warum sollte ich was essen, das nach Seife schmeckt? Guter Punkt. Und noch bessere Frage, welche der 5 Geschmäcker auf der Zunge sind für Seifengeschmack zuständig? Keine, denn was habe ich eben gesagt? Ein Großteil der Geschmacksvielfalt beim Essen kommt über den Geruchssinn. Und genau da gibt es wohl diese Genvariation, die Koriander seifig schmecken lässt. Aber ob wir etwas mögen oder nicht, hängt noch von viel mehr ab als von irgendwelchen genetischen Unterschieden. Unsere Erfahrungen spielen eine total große Rolle. Forscher haben festgestellt, dass Erwachsene eine Vorliebe für Vanille entwickeln, wenn sie als Babys mit künstlicher Säuglingsnahrung gefüttert worden sind, die Vanillearoma hatte. Und bei einer anderen Studie wurde festgestellt, dass Kinder besonders dann gern Karotten mögen, wenn ihre Mütter in der Schwangerschaft Karottensaft getrunken haben. Ja, wahrscheinlich fragt ihr euch, wie Kinder schon im Bauch ihrer Mutter irgendwelche Sachen schmecken können, obwohl sie doch über die Nabelschnur versorgt werden. So ein Fötus pinkelt ins Fruchtwasser. Deshalb können manche Geschmacksstoffe auch auf der Zunge landen und die Kleinen schmecken schon sehr früh, was es alles zu essen gibt. Umgekehrt geht's natürlich auch. Ein Freund von mir hat mit 15 so viel Kölsch getrunken, dass er davon kotzen musste. Jedes Mal, wenn er auch nur den Geruch von Bier irgendwo mitbekam, ging es ihm richtig schlecht. Das prägt. Ähnlich einprägsam kann es sein, wenn ihr Tiramisu gegessen habt und danach euer Blinddarm anfing, Probleme zu machen und entfernt werden musste. Der Nachtisch muss überhaupt nichts damit zu tun gehabt haben. Aber allein die Erfahrung, ich habe Tiramisu gegessen, danach ging es mir richtig schlecht, das reicht schon oft aus, dass ihr euch ein neues Lieblingsdessert suchen müsst. Das passiert alles hier oben. Heißt das, wir können unseren Geschmack ändern? Ja, das haben die meisten von uns sogar schon gemacht. Das beste Beispiel ist, Kaffee habe ich gehasst, 23 Jahre lang. Irgendwann fing es an, dass ich die Bitterkeit mit schönen Erlebnissen verknüpft habe. Das waren zum Beispiel die Leute bei der Arbeit oder dieses tolle Gefühl, als ich endlich verstand, dass Café au lait nichts Spanisches ist. Diese positiven Gefühle beim Kaffeetrinken überlagern auf Dauer die Abneigung. Und schon ändert sich allmählich der Geschmack. In der Pharmazie wird dieser Mechanismus auch ganz gezielt eingesetzt, um bittere Inhaltsstoffe für unser Geschmacksempfinden akzeptabel zu machen. Da werden dann zum Beispiel Pillen mit Schokoladen- oder Grapefruitgeschmack kombiniert. Und schon erkennt unser Gehirn darin ein bekanntes Geschmacksprofil und findet die Bitterkeit plötzlich akzeptabel. Das funktioniert aber auch nicht bei allem. Vor einiger Zeit dachte ich, ich bin ja jetzt älter, da kann ich ja noch mal Rosenkohl probieren. Ach, war immer noch schlimm. Allerdings nicht so wie Sweet, wollte ich aber noch erzählen. Also, wir haben in Island eine Wanderung gemacht, durch Eis und Schnee. Und meine isländische Begleitung sagte beim Picknick, oh, ich hab dir was mitgebracht, das essen hier alle total gern. Musst du mal probieren. Ich hatte da ja schon mal Lebertran getrunken und dachte mir, schlimmer kann es nicht werden. Dann packte Gylmundur einen gekochten Schafskopf aus, auf Isländisch Sveth. Und er schnitt mir ein bisschen vom Kinn ab. Was soll ich sagen? Das Fleisch war kalt und hatte diesen ganz speziellen Schafgeschmack. Und je länger ich drauf rumkaute, desto mehr mischte sich auch noch ein Geschmack dazu, der mich an Blut erinnerte. Und das war der Moment, an dem ich dachte, ich muss es jetzt runterschlucken, sonst geht's nicht mehr und mir kommt alles wieder hoch. Ich wollte kein zweites Stück, während alle anderen munter vor sich hin mampften. Musstet ihr eigentlich, als ihr klein wart, auch immer ein Probierklecks nehmen? So wurde das bei uns genannt. Bevor wir sagen konnten, schmeckt nicht, will ich nicht, mussten wir immer wenigstens ein bisschen probieren. Und das habe ich so verinnerlicht, dass ich auch bei gekochtem Schafskopf nicht sofort Nein sage. Immerhin kann ich euch jetzt davon erzählen. Ich bleibe aber trotzdem lieber beim Zucker. Was habt ihr eigentlich für einen Geschmack? Und habt ihr gemerkt, dass er sich verändert hat irgendwann? Und wieso hat er sich verändert? Und ich meine nicht nur
eure Lieblingsgerichte, auch Musik oder Film oder so. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und übrigens, ich finde, ihr habt einen hervorragenden Geschmack. Immerhin habt ihr dieses Video bis zum Ende angesehen. Das ist wiederum ganz nach meinem Geschmack. Euch lade ich gerne wieder ein, sozusagen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.